Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von Infragda und ich bin in Geheimnisnacht. Und es tut mir leid, dass ich schon wieder in Geheimnisnacht bin und nicht andere Spiele spiele und weitermache mit dem Steam erforschen und so. Ja, aber es ist so gut. Es ist so gut. Macht immer so viel Spaß, das Spiel. Ich merke das ja auch, ja, diese... Wenn ich Computer anmache und denke so, komm, jetzt spielen wir das Let's Play weiter. Oder, ich habe noch 1035 andere Spiele in Steam, die muss ich unbedingt noch alle zeigen im Factor Games Archiv. Aber erst machen wir noch eine kurze Runde Crusader Kings 2 Warhammer Mod. Dann dauert das 5 Minuten. Und dann denke ich, jetzt bin ich übermüdet. Jetzt könnte ich noch ein gutes Buch lesen oder eine eigene Geschichte kurz weiter schreiben. Morgen machen wir dann ein anderes Spiel. Oder gute Serie gucken. Im Moment gibt es so viele gute Serien. Also jetzt mal abgesehen natürlich von Game of Thrones, von dem eigentlich jeder schon was mitgekriegt hat. Es sei denn, keine Ahnung, er wohnt in der Antarktis in einer isolierten Station und er sucht dort 10.000 Jahre alte Eisschichten auf Pollen. Also das ist jetzt echt, ja, das gibt wirklich Leute, die das machen, beruflich. Ich finde das auch spannend, die Ergebnisse von denen. Ich wollte es aber selbst nicht machen. Ja, ich habe jetzt nichts gegen kaltes Wetter. Ich persönlich bevorzuge kaltes Wetter jederzeit zu heißem Wetter. Aber, egal. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Habe ich verdrängt. Achso, Serien. Ja, genau. Also zum Beispiel Marco Polo finde ich cool. Vikings finde ich natürlich ziemlich cool. Dann hier diese Marvel-Serien, die sind teilweise ganz ordentlich. Die Jessica Jones, wie die heißt, das war ganz nett. Mal was anderes. Dann gibt es eine relativ coole Mafia-Serie aus Italien. Gomorra. Auch richtig, kann man sich mal angucken. Also da in letzter Zeit gab es einige gute Serien. Was aber ziemlich Schrott war, was ich letztens mal gefunden hatte, hat mir ein Freund empfohlen gehabt, das war so eine Robin Hood-Serie von, ist schon ein paar Jahre wieder alt, ich glaube von BBC. Boah, war die schlecht. Alter, war die übel. Die war schon so schlecht, dass es schon fast wieder so war, dass man gesagt hat, aller Fott, das ist halt Trash, ja. Das ist, ja. Man hat sich in den 90er ja auch Xena angeguckt. Das war ja auch Trash. Aber gut, Lucy Lawless in dieser Xena-Rüstung. Alter, war die heiß. Gut, heutzutage ist die gute Lucy auch schon ein bisschen gereifter. In Rom war sie immer noch ganz... Kann man jetzt sich auch nicht beschweren, ja, wenn sie da im Bad hockt. Mit der Sklavinne. Warte mal, das ist kein USK-18-Vorspann, verdammt. Ich muss Thema wechseln. Ja, Robin Hood Serie. Ja, die ist halt... Da muss man über einiges hinwegsehen. Da war man belagert, der mich. Man hat hier irgendwie einen Eiermbander. Was treibt der da? Hallo? Meins? Ich glaube, hier gibt's was auf die Nuss. Ich habe mit denen Stress. Warum habe ich mit denen Stress? Also ich habe damit kein Problem, mit den Stress zu haben, aber warum? Hä? Habe ich was damit gekriegt? Ach, oh, die sind verbündet. Okay, gutes Argument. Nee, dann ist es in Ordnung. Dann, dann haue ich euch ja... Ich haue den natürlich trotzdem auf die Glocke, aber dann ist es in Ordnung. Ja? Dann ist das Krieg. Ja? Ein Krieg ist es halt so. Ja? So, aber gut zu wissen, dann lagern wir die auch noch gleich und dann... Mein Gäste bleiben, das ist doch gut. Und das finde ich auch gut, dass die sich ihre Gedönsigkeit da zurückholt, dann können wir die nämlich belagern. Dann sacken wir das noch ein. Hervorragend, so muss das. Ah, das läuft, das läuft. Aber, ja genau, also die war echt... schlecht. Boah, war die so schlecht.
Obwohl ja gar nicht mal so schlechte Schauspieler dabei waren, aber diese, ich weiß nicht welcher Vollidiot die Drehbücher geschrieben hat, die waren so grottig. Also was richtig toll ist, das ist Marco Polo. Ach genau, und was mir gut gefallen hat, das war The Last Kingdom. Das hat mir auch gefallen. Gut, da mag ich auch die Bücher. Da fand ich auch die Serie jetzt wirklich vielversprechend, die erste Staffel, die war ganz ordentlich. Ich habe natürlich lachen müssen über den enormen Frauenverschleiß von dem guten Mann. Aber ja, wenn das so weitergeht in dem Tempo, bin ich beeindruckt. So, Freunde der Nacht, wir stellen euch vor, 3000 schwere Reiter aus dem Imperium. Ja, was ist das, was ist das denn? Kultist? Performing? Alter! Sofort, aber sofort hin! Brennt diesen Schandfleck aus. Oh, apropos Schandfleck. Warte mal. Da, genau. Nee, halt. Doch, genau. Zack. Beatings. So, irgendein Freiwilliger vor, der an die Barbaren mag. Unbedingt will. Von Tempelhof. Das ist doch mal ein richtig Name. Jawohl, da hat die richtige Einstellung für da oben. Alles klar. Tschüss. Viel Spaß. In, wo ist es? Wo hab ich die Stadt nochmal gebaut? Stromstaat. Ein Stromstaat. Na, da fort. So, du kommst schon mal nicht davon. Junge, ich hab dich nicht vergessen. Der hat sich wahrscheinlich schon irgendwo hinter unter Bett verkrochen, wie er gehört hat, der Imperator sucht und hat einen Auftrag im Norden. So, herzlichen Glückwunsch, junger Graf, Abmarsch. Ich will steuern und Truppen bei Gelegenheit. Ne, ist ja schlecht. Ist alles so schlecht hier. Alter, ist das alles so schlecht. Dann müssen wir erstmal richtig durchkämmen. So, wie man weggeputzt. Machen wir die noch platt. Und dann marschieren wir da hin und sacken das schön ein. Ja. Oh, halt. Fast vergessen. So, jetzt ist das mal an. Was? Grunwald. Jo, ist not noch. Whatever. Das Schöne ist, durch die vielen... Was ist schön los? Durch die vielen Städte und so, habe ich genug Vasallen, die militärisch halbwegs was können. Was mich eigentlich beeindruckt, weil das sind ja alles Priester. Gut, es sind Sigma-Priester, aber trotzdem. Nicht jeder Priester ist dazu berufen, den Hammer zu schwingen. Manche schwingen auch eher diese Schälchen, wo die Leute ihre Münze reinschmeißen sollen. Heutzutage ist das eher verbreitet. Das liegt aber auch an diesen Weichei-Religionen, die wir heutzutage haben. Ja? Das sind ja alles so Flennern auf den Knierutsch-Religionen. Die alten Götter hätten so einen Scheiß nicht gewollt. Der hätte es aufs Maul gegeben, wenn der Priester irgendwie rumgeflennt hätte erst, und dann hätte er noch Geld dafür geholt. Eine anständige Show muss man auch bieten können. Sag mal, haben wir gerade einen, sag mal, kann das sein, dass wir gerade einen Hexenjäger verbrannt haben durch einen anderen Hexenjäger? Hey Leute, ihr sollt die Priester verbrennen, die ich an den Hof vor euch hole. Ihr sollt mich dann gegenseitig ausmerzen. Alter. Das finde ich halt auch so lächerlich, dass halt diese Diskussion hier mit Burka und Burkini. Ja. Ich verstehe, gut, es ist Sommerloch, ja? Und ausnahmsweise ist keine Kuh irgendwo ausgebrochen, die zur Problemkuh wird und 5000 CSU-Anhänger ziehen los mit der Flinte und müssen die Kuh erschießen. Gut, ist halt so. Dieses Jahr haben wir kein Problemtier. Dieses Jahr haben wir ein Burkini-Problem. Das heißt, junge Frauen, oder auch nicht so junge Frauen, völlig irrelevant, wollen schwimmen gehen. Und dazu ziehen sie ein Kleidungsstück an, das halt aussieht wie ein Einteile-Badeanzug mit einem Kapuzenpulli kombiniert. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar kein Problem damit. Sollen sie noch machen, ist mir doch voll scheißegal. Hm? Hauptsache, die Frau könnte schwimmen gehen. Darum geht's doch. Und wenn die Frau halt gewisse religiöse Gefühle habe, darüber kann man jetzt diskutieren. Ja, ich persönlich bin jetzt kein Fan von der Religion. Ich bevorzuge den Allvater Odin. Aber wenn jetzt jemand sagt, pass auf, Allah ist der geilste Typ auf der Welt, Allah soll er doch glücklich sein. Ist doch nicht mein Problem. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Fatma, wenn sie im Burkini, im Schwimmbad, ihre Bahne krault, dass sie irgendeinen Sprengstoffgürtel unter dem Bikini versteckt hat. Also unter Burkini. Glaube ich nicht. Ja? Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Frauen so Teil von der Gesellschaft sein können und teilnehmen können an dem gesellschaftlichen Leben. Weil wenn man ihnen sagen würde, nee, ein Kapuze-Badeanzug darf ich nicht ra, was machen sie denn dann? Die sagen ja nicht, ja alles klar, dann mache ich FKK. Das ist ja Quatsch.
die tragen das Ding ja nicht aus Spaß an Freude, ja, die haben gewisse religiöse Vorstellungen oder was auch immer, ich muss das nicht verstehen, aber wenn die das halt wollen, dann machen die das halt. Und wenn die das nicht dürfen, dann gehen die halt nicht schwimmen, dann hocken sie daheim. Und wenn sie daheim hocken, dann müssen sie Teil am gesellschaftlichen Leben. Das ist doch Bullshit, wer will denn das? Wir wollen doch nicht Leute aus der Gesellschaft rausdrängen. Das löst doch kein Problem. Wenn ich will, dass Leute sich integrieren und Teil vom Gesamt werden und wir bereichern uns gegenseitig mit tollem Essen und Geschichte und Musik und Gedichte und weiß der Geier was, dann müssen wir doch miteinander reden und uns nicht gegenseitig irgendwie vertreiben. Das ist doch Quatsch, weil so entsteht auch erst Terrorismus und der ganze Bullshit. Wenn wir jetzt hier anfangen, Leute vorzuschreiben, was überhaupt mit unserer Verfassung einhergeht, wenn wir anfangen, die Leute zu verbieten, was für Klamotten sie tragen dürfen, dann spielen wir noch diesen ganzen Populisten in die Hände, den Rechtspopulisten, die sich in ein Ei abfreuen, weil sie weiterhin den Islam stigmatisieren können als Feindreligion, und den Populisten aus dem Islamistenlager, die freuen sich auch wie Schneekönige, noch mehr junge Leute, die sagen, der Westen ist böse. Ja, das ist Bullshit, das bringt aber alles überhaupt nichts. Und dann kommen irgendwelche Katholiken, ja, so Papisten kommen aus dem Loch gekrochen und zeigen auf die Muslimine, auf die Muslimas, sagt man glaube ich, und sagt, ja, die ziehen keinen Bikini an. Da sage ich ja, eure Nonne doch auch nicht. Das ist nicht das Gleiche. Warum nicht? Da sind sie maulig. Das ist alles Scheiße, ist alles Scheiße. Mein Gott hat recht, ja, der Alpha, der Odin ist die coolste Sau am Götterhimmel. Und warum? Weil er will, dass Frauen stark sind, Kettehemd tragen und eine Axt habe. Das sind anständige Frauen. Wenn du zu einer Walküre sagen würdest, ich verbiete dir, mit dem Kettehemd Schule zu gehen, dann schlägt sie dir mit Axt die Eier ab. Finde ich super. Das ist eine anständige Frau. Aber das ist halt Religion. Um Religion kann man nicht diskutieren, weil, wie hat mein Prof immer gesagt, Religionskriege ist der Streit zwischen Erwachsenen, wer den coolsten eingebildeten Freund hat. Ich finde, Word, ja, kann man eigentlich kaum noch was dazu sagen. Naja, ich bin nicht wieder abgeschweift. Ich habe abgeschweift. Ich schwief ab, hört sich auch schön an. Ich glaube, ich habe ein Wort erfunden. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe auch die Tage hier so ein Quiz gemacht im Internet. Sensationell, ja. Das war eigentlich total Pillepalle. Das sollte ich irgendwie, da hat man Synonyme und Antonyme und hast du nicht gesehen. Hieß es, und dann musste ich halt immer anklicken, was ist das entsprechende Synonym zu einem Wort. Und dann habe ich das gemacht und dann stand da, ja, Alter, du bist schon wie Goethe hier. Du hast schon 27.000 Wörter im Wortschatz, das Dame. Ich habe genau gewusst, natürlich ist das so. Ja. Schon halt drauf. Ja. Das finde ich aber schön, dass die jetzt alle schon so ein bisschen angeknarzt sind. Das heißt, wir ziehen den ruckzuck hier die Bilds ab und dann haben wir noch eine Grafschaft im Sack. Och, mir geht die Diskussion im Moment wieder so auf die Senke. Dass die sich wieder gegenseitig alle in die Gurgel gehen. Man merkt echt, dass Sommerloch ist. Was ist jetzt schon wieder? Jetzt ist die Frau mutiert. Alter! Er hat eine Peitschenzunge. Jetzt wissen wir mal, woher das kommt. Hier bei der Zyklinde. Vielleicht ist sie deshalb so fruchtbar gewesen. Das ist eine mutierte Gebärmutter gewesen. Gott, andererseits, wir haben ja profitiert. Ja? Also wenn die jetzt nicht alle irgendwie... Das wäre jetzt schlecht. Das wäre echt ungünstig. Aber glaube ich nicht. Ja. Ich verbrenne doch jetzt nicht die Mutter meiner Kinder bloß, weil sie... Was hat sie... giftig Mundwerk, aller Fort, das sind viele Frauen. Viele Frauen so Raspelzung, ja? Spitzes Mundwerk. Ich finde das gut. Wer will da eine Frau, die immer nur die Klappe hält und duckmäuserisch ist? Das macht doch keinen Happy auf Dauer. Man braucht doch eine Frau, die einem sieht, wenn was scheiße ist und das sagt und dann was macht. Ich glaube, ich verbringe zu viel Zeit mit Frauen in Uniform, mit Soldatinnen. Da bin ich das einfach gewöhnt. Kriege ich nämlich auch nicht zu hören, dann ist ja auch nicht irgendwie Schweigen im Busch, wenn die Scheiße baue als Vorgesetzter, sondern kommt ziemlich offenkundig Kritik relativ zügig. Ich finde das gut. Ja? Kritik ist gut. Mit Kritik kann man nämlich arbeiten, da kann man es verbessern. Jawohl, wir haben es im Sack. So wünsche ich mir das. Das ist ein zügig durchgeführter, schöner kleiner Krieg gewesen. Zack. Einwandfrei, oder? Wie sieht dann das jetzt wieder aus? Voll... Richtig heilig hier so diese Linie, weil mir jetzt die Tage aufkommen. Man sieht, glaube ich, die Maus im Video gar nicht so richtig in dem Spiegel. Das ist natürlich blöd. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Nein, Mann, frei. Jetzt können wir mal hier ein paar Priester in den Norden schicken. Da wird der Hof auch mal ein bisschen leer. Hier. Oh, der ist gut. Den machen wir zum Graf. Wir fangen mal oben an. Da sind einige, die sind schon länger da. Die können wir jetzt mal loswerden.
Naja, du kriegst ja. Hey, geh schon mal jetzt an. So. Alter, ist ja, haben die Werte. Unglaublich. Aber die guten Leute verbrennen sie mir am Hof. Aber der ist nicht schlecht. Den machen wir zum Baron. Oh, wer ist das denn? Ach, die wollte ich ja in der hier in Bereitschaft halten, falls ich noch eine Frau gebraucht hätte für einen Bub. Aber war jetzt ja gar nicht, gell? Wer ist das denn? Ja, den schicken wir auch noch. Du kriegst die Stadt. Alter. So. Kommt der jetzt her? Wo ist denn der Gute hin? Ich hatte doch so einen Gute. Der war's nicht. Das ist jetzt wieder an den Namen, ich mich in der Trateburg. Was ist der Pfunzig? Nee, das ist so ein Weichbums. Da hat hier so ein dünnes Ärmchenbild. Brackenheim. Nee, der war's auch nicht. Och, Herrgott, Sakra. Ah nee, ich hatte oben angefangen, gell? Der einer von den Oberen war einer von den Guten. Nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warum ist der jetzt nicht weg? Den hatte ich doch zum Bürgermeister machen wollen. Egal. So. Der hat schon mal. Ach, der ist auch ordentlich. Komm, wir machen den hier. Weißt du, glaubst du, der war. Schön. Das ist vor allem gut ausgebaut. Den muss ich aber dann abgeben direkt. Nach Midgard. Hört sich so schön an. Quatsch. Transfer war so Gedingsbums. Also ich halte das immer mit Voltaire. Ja? Man kann. Das war Voltaire, wo das gesagt hat, oder? Monsieur, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich werde dafür kämpfen, dass Sie Ihre Meinung vertreten dürfen. Ja? Also ich bin ja fest überzeugt, das sage ich immer wieder gern, ich glaube nicht, dass Verbote irgendein gesellschaftliches Problem oder Herausforderung lösen können. Haben sie auch, glaube ich, in der Geschichte noch nie. Siehe, Prohibition von Alkohol in den USA. Die wurden nicht irgendwie englischer, wie sie von Gesetzes wegen nicht mehr saufen durften. Die haben nur mehr gesoffen. Gut, jetzt nehme ich mal stark an. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt es ganz viele Verbote. Wir sind da ganz begeistert. Ja, das haben wir unter anderem der CDU zu verdanken. Das ist so eine heilige Verbotspartei. Und deshalb finde ich das immer so ulkig, dass die das denn die Grüne vorwerfen. Ja, also gut, das werfen sie die Grüne immer nur dann vor, wenn die Grüne sagen, man könnte doch mal irgendwie alle zwei Wochen so einen vegetarischen Freitag in der Kantine einführen. Und dann flippt die CSU sofort aus. Was? Nicht jeden Tag wascht mit Schnitzel und Schweinsbraten mit Knädel? Dann ist das sofort natürlich eine böse Verbotspartei. Dass die Partei selber, die CSU, CDU, begeistert überall Verbotsschilder reinkloppen würden, wenn man sie in Ruhe lassen wird. Egal, ich will nicht schon wieder Politik anfangen. Hatten wir letztens erst, hier, ich glaube bei 1648. Wo ist denn jetzt dieser Flitzpiepe hin, dieser Ulrich, der versteckt sich doch. Wie viel Chief habe ich da eigentlich? Da ist er doch. Einwandfrei, Abgang. So allmählich müsste das auch mal ein bisschen... Ja, wird. So, der Krieg ist vorbei, dann rücken wir... vorbei, halt. Halt. Weil den hatte ich gerade Krieg, das heißt, nee, doch, mit denen kann ich jetzt gar keinen Krieg anfangen. Was? Das doch. Andererseits, wir könnten, wir marschieren mal nach Norden. Ja, wir marschieren mal nach Norden. Die Südküste haben wir jetzt schön vorangetrieben, wir gehen jetzt mal an die Nordküste. Was? Ja. Das wird hier gerade ein bisschen unruhig, der Nordwesten. Hier ist irgendwas im Busch.
ich verdächtige, die Bretonen, ja, die fördern das, die machen da irgendwas. Warum untersteht mir Dune direkt? Was ist denn der Quatsch? Transfer, Gedönsigkeit, Dune. Check ich nicht. Warum machen das? Hä? Na egal. Wo wollen die jetzt hin? Ach Gott, alles klar. Wir müssen sowieso bei Gelegenheit mal durchkehren. Ich habe nämlich relativ viele mittlere Vasallen, die ich... was? Battle of Birka? Battle of Birka? Was denn? Battle of Birka? Dann bitteschön. Ach, da waren da war irgendein Völkchen im Weg. Okay. Das ist der Lord Kanzler von Nullen. Die League und er steht mir direkt. Die würde ich nämlich eigentlich bei Gelegenheit dann mal übertragen. Nein, wir verbrennen die Frau nicht. Ich kann die Frau doch jetzt nicht auch mit irgendeinem Untertan verheiraten und irgendwo in die Provinz schicken, bloß damit sie nicht ständig verbrannt werden soll. Das kann doch nicht die Lösung sein, ständig die Frau auf meinem Hof wegzuschicken, damit niemand sie verbrennt. Genau, ich wollte die eigentlich dem Wissenländer unterstellen. Dann kann der sich nämlich mit denen rumplagen. Gut, andererseits die Wieder der Impera, gell? Solange die Liga da irgendwie mir direkt untersteht, kann ich eher, wobei ich konnte noch nie gescheit direkt gegen die vorgehen irgendwie. Ich kann denen ja die Macht nicht wegnehmen. Ich kann nur immer das Oberhaupt hinrichten. Und so habe ich halt eher den Daumen drauf. Komm, wir geben mal ohne Not den jetzt so nett ab. Dieses quasi Herzogtum. Im Moment habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzogtümer unter mir und der Rest sind alles Fürsten. Ja, und halt hier die ganzen Dörfer im Norden. Ah, fein. Da muss doch mal langsam mal Knete rüber. Es ist unglaublich. Bettelarm. Ein bettelarmer Imperator. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, komm, den schaffen wir jetzt einmal vom Hof. Der hat so lange überlebt an dem Hof, wo jeder, der mal an der falschen Stelle hustet, sofort verbrannt wird. Das muss man belohnen. Tschüss, mach's gut, viel Spaß in deiner Stadt da oben. Ja, ist doch wahr. Die halt in dem schlechten Winter verbrennen die in Altdorf mehr von meine Priester am Hof als Brennholz. Sag mal, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Was ist denn das jetzt schon wieder? Was hat denn der? Zwei Grafschaften. Ja, die Elfe, die sind natürlich da wild. Ja, die kommen da immer sofort aus dem Busch gesprungen. Uah, Chaos-Typen, Pfeil in den Kopf. Uah, ab geht's. So, wer schließt nicht da noch an? Aha, 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 aha. Warte mal, das müssen wir... Oh, da unten ist was. Oh, da unten. Was ist das denn? Ach, das ist ja putzig. Das finde ich gut. Aha, das ist also jetzt ihr Hauptgebiet. Ah ja, das sind die zwei Grafschaften, die er hat. Norska ist Ruhe. Da ist keine. Ja, das ist ja überschaubar. Das ist ja machbar. Warte mal. Da. Das sind dann ein paar tausend, aber das wird nicht langen. Ja, die unterstehen den doch. Bringt ja nichts. Ich habe hier unten sonst niemanden belehnt, gell? Das ist natürlich jetzt wieder doof. Eigentlich wäre es schlauer gewesen, wenn ich irgendeine Grafschaft hier unten in irgendeinem Herzogtum oder Fürstum Nord noch gegeben hätte. Dann hätte ich den ihre Truppen schneller ranholen können. Ja, komm, Avalon ist ja noch dazu. Die Reikischen sind ausgehoben. Die eiern irgendwo im Norden rum. Ah, genau, hier, Wannerheim. Die Norskischen, die können wir... Das meine ich, das ist einfach schick.
Ja, irgendeiner muss hier unten bei nächster Gelegenheit hier zum Beispiel Tessos. Ja, wenn wir, ach Quatsch, Tessos, wenn wir hier Winsbrucke einsacken, dann gebe ich das nicht hier der Küfrin. Ja, da wird die vielleicht ein bisschen pissig. Wobei, die hat keinen Rechtsanspruch drauf, glaube ich. Das gibt, glaube ich, keine Trescherei. Ah, doch, könnte Trescherei nehmen. Wenn die das Herzogtum erschafft. Noch gibt es das Herzogtum nicht. Besser wäre das da. Da hat gar keiner im Moment irgendwelche Dings drauf. Das Herzogtum gibt es nämlich nicht. Dass ich das Herzogtum zum Beispiel, wir hatten relativ viele Truppen. Die Mittenländer, oder? Mittenland. Mittenland ist ziemlich stämmig. Die sind ganz gut unterwegs. Genau. Dass ich den Mittenländern hier unten Herzogtum an der Mark gebe. An der Orkmark. Und dann hätte ich hier ein bisschen, da könnte ich die nicht auch zum Waffen rufen im Süden. So, ich würde aber sagen, ich setze den nächsten Cut und wir sehen uns gleich wieder. Wir schlagen den Aufstand, zwei Ork-Abteilungen nieder und dann machen wir weiter mit dem imperialen Feldzug in Norska. Bis gleich. Tschüss.